Hey, unser nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 15 Team of the Season Prediction der League 1. Heute geht es weiter mit dem zentralen Mittelfeld, beziehungsweise mit den Flügelspielern aus der League 1, der französischen Top-Liga. Und wenn euch das Ganze gefällt heute, wenn ihr der gleichen Meinung seid, schreibt eure in die Kommentare, beziehungsweise haut natürlich auch rein, wenn ihr anderer Meinung seid. Das ist das, was hier ganz wichtig ist, denn es ist ja eine Prediction, es ist nur meine Meinung und muss nicht zwingend eure widerspiegeln. Wenn euch das Ganze außerdem weiterhin gefällt, wisst ihr, was ihr tun habt. Däumchen wären Träumchen, Random ist in der Videobeschreibung für Coins, PSN oder mal so gut haben und natürlich auch Instagram in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben sehr, sehr interessante Spieler heute mit dabei und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, welche Spieler bei, offiziellen League One-Seite als Bestes bewertet eingestuft sind, denn das sind Spieler, von denen ich sowieso dachte, dass sie reinkommen und das sind Spieler, auf die wir uns alle freuen dürfen, denn ich denke mal, die Team of the Season-Karten von denen werden sehr, sehr geil sein und auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin bei einigen, ist das doch schon relativ wahrscheinlich, dass die hier ins Team of the Season reinkommen werden. Aber schreibt mal eure Meinung rein. Vielleicht verfolgt ihr die Liga noch ein bisschen mehr als ich, denn ich bin ja, wie ihr eventuell wisst, nicht der absolute Experte, was diese Liga angeht. Aber ist ja auch vollkommen egal. Wir starten mit dem zentralen Mittelfeld, wie immer. Und da haben wir zwei sehr, sehr nice Spieler. Und zwar zum einen Dimitri Payet und Marco Verratti. Was für eine Kombination. Wunderbar, Verratti, der bestbewertete Spieler von den Noten her in der Liga, in der ganzen Saison bisher. Besser sogar noch als Alexandre Lacazette. Das ist natürlich bezeichnend dafür, wie gut Verratti ist. 2 Tore und 9 Vorlagen in 31 Spielen, aber trotzdem natürlich der Spieler im zentralen Mittelfeld vom PSG, der das Ganze so ein bisschen aufbaut. Allgemeiner der Spielmacher zusammen mit Thiago Motta natürlich teilweise noch oder Javier Pastore, aber Verratti, ja, hat an sich die besten Noten, 6, irgendwas auf jeden Fall und ich denke mal, seine Werte sprechen auch für ihn. Ich denke, dass er relativ sicher ins Team of the Season kommen wird. Letztes Jahr war er auch drin und dieses Jahr wird es genauso laufen, zumindest meiner Auffassung nach. Andere Seite, Payet, 19 Vorlagen, 6 Tore. Ich glaube, das spricht ebenfalls für sich in 34 Spielen. Bei Marseille trifft so gut wie jedes Spiel, beziehungsweise legt ein Tor vor. Das ist eine relativ gute Quote, beziehungsweise okay, er hat in 10 oder 9 Spielen nichts gemacht, aber bei Marseille, wenn man bedenkt, dass die jetzt auch nicht so die krasseste Saison aller Saison spielen, ist das schon, denke ich mal, ganz gut. Ich denke auch, er wird ins Team of the Season reinkommen, ohne Zweifel. Hat ein Upgrade bekommen im Winter, genauso wie Verratti übrigens auch. Hat auch ein Inform, beziehungsweise so, glaube ich, sogar 2 und dementsprechend denke ich, dass er da, ein Inform hat er nur, ein Inform und deswegen denke ich, dass er da reinkommen wird. Sehr auch relativ nice als zentraloffensiver Mittelfeldspieler mit diesen Werten. 89 Shooting, 89 Passen, 90 Dribbling, 84 Tempo und dazu noch 4-Star-Skills. Wäre richtig, richtig nice. Leider Verratti die ja nicht mehr. Auch bei dem mit 92 Dribbling, 87 Passen, 81 Defending sieht das sehr, sehr stark aus. Zwei interessante Karten auf jeden Fall. Zum ersten hier und auch die Flügelstürmer sind dann sehr, sehr interessant. Zu denen kommen wir jetzt. Und der eine von den Flügelstürmern ist kein Flügelstürmer, denn bei dem bin ich mir nicht ganz sicher, ob er eine Flügelkarte bekommt oder eine zentrale Karte bekommt. Ich wünsche mir mehr die zentrale Karte. Warum, werdet ihr gleich sehen. Und dementsprechend haben wir nur zwei Flügelspieler und 4 Zentrale jetzt hier drin, zumindest wenn es so wird, wie ich es meine, und ich denke mal, ihr habt verstanden, was ich damit sagen will. So, wir kommen zu den Flügeln in Anführungsstrichen, und zwar zu Yannick Ferreira Carrasco von Monaco und zu Javier Pastore. Ferreira Carrasco, einer der bestbewerteten Spieler, hat in der Champions League mit Monaco überzeugt, in der Liga ist er auch relativ gut, Monaco ja sowieso besser als erwartet, hat bereits ein Upgrade bekommen im Winter auf 78, 86 Tempo, 81 Dribbling, und wenn er ein Team of the Season bekommt, sieht die Karte nochmal interessanter aus. 80 Shooting, 80 Passen, 90 Tempo, 87 Dribbling, das sähe nach einer richtig, richtig starken Karte aus. Allgemeiner Belgien, ja, sehr viele gute linke Flügelspieler oder Flügelspieler im Allgemeinen, und Ferreira Carrasco gehört auf jeden Fall zu. Ich bin gespannt, ob er nach der Saison überhaupt noch bei Monaco bleibt oder ob er eventuell wegwechselt. Bin ich wirklich interessiert dran, denn die Karte sieht extrem geil aus und in Realität ist auch ein sehr starker Spieler. Deswegen mal schauen, was da passieren wird. Javier Pastore, ihr seht, auf der anderen Seite ist der, bei dem ich nicht ganz sicher bin. Wird der rechter Mittelfeldspieler, wird der linke Mittelfeldspieler, wird der zentraler Mittelfeldspieler. Das Upgrade hat er als zentraler Mittelfeldspieler bekommen, sein Inform auch, und ich hoffe dementsprechend auch, dass der Flügelspieler nicht Team of the Season wird, beziehungsweise dass der Team of the Season kein Flügelspieler wird. Zentrales Mittelfeld sehr deutlich besser aus. 87er Rating, 84 Tempo, 74 Tempo natürlich, 90 Dribbling, 85 Shooting und 89 Passen, 5 Tore, 13 Vorlagen in 32 Spielen. Ungefähr die gleichen Werte wie Verratti, ein bisschen besser noch von den Leistungsdaten und allgemein noch mit einer sehr, sehr guten Note, was die Gesamtnote bei der Lil Keep angeht. Von daher, ich bin mir relativ sicher, dass das Ganze so passieren wird. Ja, es sähe einfach richtig nice aus, diese Karte mit 4-Star-Skills im zentralen Mittelfeld. Nicht so defensiv stark wie Verratti, trotzdem noch extrem gut. Daneben noch Ferreira Carrasco und die beiden Ersatzspieler, die jetzt noch kommen. Das wäre schon ziemlich nice. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Pastore allgemein, Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag. Übrigens, heute Abend kommt wieder ein Livestream auf Twitch.tv um 20:45 Uhr, wo wir gerade bei Pastore sind. Der ist ja im Liverpool-Karrieremodus bei mir dabei. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr da Bock drauf habt. Die beiden Ersatzspieler sind dann jeweils mit 4-Star-Skills ausgestattet, was natürlich sehr, sehr nice ist. Und es sind Spieler, von denen man am Anfang der Saison vielleicht nicht so viel erwartet, wie sie im Endeffekt geleistet haben. Und zwar einmal Nabil Fekir und auf einer Seite haben wir Max Alain Gradel. So, Fekir, 32 Spiele, 12 Tore, 12 Vorlagen. Ich glaube, ich muss nicht so viel dazu sagen. Er ist einer der meist gehypten Spieler dieses Jahr, einer der meist,
talentierten Spieler, eventuell auch von ganz Frankreich, beziehungsweise in ganz Frankreich. Dann spielt er sogar in Frankreich, was überraschend ist. Mal sehen, ob sie nach der Saison immer noch bei Lyon halten wird. Ist ja aus der Akademie gekommen. Und ich denke mal, an sich hat er auch eine Verbundenheit zu dem Verein. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass er zum Top-Verein wechselt. Weil 12 Tore und 12 Vorlagen in 32 Spielen als zentraloffensiver Mittelfeldspieler in dem Alter mit 21 ist das schon richtig, richtig gut. Hat ein Silber-Inform gehabt, hat ein Upgrade bekommen auf Gold. Und sein Team of the Season wird hoffentlich ein 82er-Rating haben. Oder 81er-Rating plus 6 oder plus 7, je nachdem. 88 Tempo, 87 Dribbling, 78 Shooting, 76 Passen, 77 Physics. Eieiei, das sieht ja echt richtig geil aus. Andere Seite, Gradel, 91 Tempo hat er auf seiner normalen Karte, 95 hat er auf dem Team of the Season, 81 Shooting, woran liegt das? Er hat einen Inform mit 76 Shooting. Ich glaube, den hat er beim Afrika Cup bekommen, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass er in der Liga bekommen hat. Sehr auf jeden Fall auch sehr geil aus. Hat 13 Tore und 4 Vorlagen gemacht, also auch das sehr, sehr gute Werte für einen Flügelspieler. Gerade bei Saint-Étienne, die auch nicht so extrem gut sind, haben Ruffier und Gradel dann trotzdem schon 2 Spieler drin. Das zeigt, dass die an sich wirklich einen sehr, sehr guten Kader haben, beziehungsweise sehr, sehr gute Einzelspieler. Und bei Gradel bin ich mir auch relativ sicher, dass der reinkommen könnte, denn auch er hat sehr, sehr gute Noten bei L'Equipe und Fekir ja sowieso, ich denke mal, das ist ganz klar. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, würdet ihr euch auf die beiden Karten freuen, würdet ihr sagen, boah, vor allem gerade so eine Pace-Hure oder würdet ihr euch eventuell sogar freuen, wenn wir einen Forster-Skiller aus der Elfenbeinküste hätten und eine Alternative zu Gervinho nochmal aus einer anderen Liga. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schreibt mal eure Meinung rein, bis dann, haut rein und ciao.